Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Among Us. Ich habe mich heute dieses Mal mit meinen Freunden zusammengesetzt und haben ein paar Runden gespielt. Was da so alles passiert ist, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Muss halt Spaß. keiner bla 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 bla. Verstehe ich mit meinem Namen. Dafür kann ich Ballons verkaufen. Ha, schön. Es ist schon irgendwie cool. Ja, ich bin nicht so zu theatralisch wirken, aber 15er Runde. Schon nice. Boris hat sich sauber gemacht. Boris hat andere Farbe angenommen. Wenn er mich hätte killen wollen. Ha, Boris. Also. Okay, endlich. Hab die Taste gar noch geschafft. Ich habe noch eine Leiche. Ich habe noch eine also, Leiche. Ich hab. Oh, und statt dieser Stimme direkt einen Anwendung, du hast mir einen Lift bringen. geklaut. Ich sag mal so: Was ist kalt? Hat eine hässliche Brille, ein Geschenk auf dem Kopf, einen Kill gemacht und ist gerade den Band gehüpft. Oh. Oh, du! Nee, ich tatsächlich nicht in dem Fall. Marschi, ja, gerne. Nee, Icebox, irgendwas zu sagen? Es ist Eis. Ja. Eis hat einen Kill, also ich weiß nicht, ob Eis gekillt hat, aber er hat einen Kill ignoriert, ist in Vent gehüpft. Das ist für mich super sass. Okay, der ich habe liegt noch. in Engine Room quasi neben dem Vent. Ich habe noch eine zweite Leiche. Tiri war Electric Kill bei diesen Umschalter-Tasks. Das war super, so schnell hingekommen, Marschi. Hast du die Leiche mit Absicht ignoriert oder gibt es eine andere Ohne Scheiß, Maschi, wie bist du da so schnell hingekommen? Boris, ich bin runtergelaufen, Digga. Wir waren ich habe eine andere Theorie, das war Digga! Ein Shapeshifter. Mann. Ein Shapeshifter. Oh, Shapeshifter geht auch noch, ne? Ach, jetzt habe ich Icebox wirklich. Na, ich habe verstanden, das war ein Geschenk von mir. Also die zweite Leiche liegt Electric, ne? Ich hab und die ganz dritte weiß keiner, wo Chillaxo liegt. Die vierte oder? Weiß auch keiner. Ich glaube, wir hatten. Oh ja, stimmt. Ich traurig finde, dass Olli meinen Stil kopiert. Ich bin quasi hardproof. Ich bin eine halbe Was? Stunde im Propeller die ganze Zeit. Ja, aber das bringt uns auch nicht zum Task-Win, wenn du einfach nichts machst. Doch, ich habe mir eine, ich habe eine gemacht. Welche? Shapeshifter ist richtig. Aber er hat sich auch nicht wieder verteidigt. Also verteidigen und Icebox das sind zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Wenn er Imposter ist, hat er für den nee, was sein? Boah, ich hätte Boris halt nicht rausgenommen, ne? Boris ist mega sus eigentlich gewesen. Der hat die Task dann nicht gehabt. Das ist das Einzige, was ich aber schnell heute. What the fuck? F5 ist groß, da kann man viel umlegen. Ja, aber normalerweise findet man die Leiche nicht. B-Docs, wer ist uns entgegengekommen? Haben wir auch nicht. Die Leiche ist jetzt gerade eben gewesen. Trixie war noch am Leben, als ich hochgegangen bin, den okay. Schalter. Wer ist ja, alles gut, aber da ist Chris gerade rausgelatscht, über die Leiche drüber und dann bist du dann, du bist von oben gekommen, das weiß ich. Wenn, dann würde ich jetzt auf Chris sassen. Wo? Okay, reicht ich mir. Bin oben im Archiv. Reicht mir. Oh. Du bist nicht im Archiv. Ich weiß, was ist denn das Archiv? Ja, natürlich, warte, Records. Mir ist. Records. Irgendwer ist mir bei den Klos noch Records. Entgegengekommen. Nee. Wo liegt denn die Leiche? Ja, unten. Bei Electrical, wenn du von Medical reinkommst, genau ja. Hinter der Tür. Gigi ist weiter im Poster. Chris war vor
10, 15 Sekunden tatsächlich an den Toiletten, aber der kann natürlich nach unten gewendet werden. Genau, und hab dann oben im Archiv meinen Task gemacht mit den Akten sortieren. Also Archiv kann ich nicht bezeugen, aber 15 Sekunden war ungefähr bei den Toiletten und ich bin danach Keksi in rechts halt bei dem Tank gecrossed. Und ich soll wo gewesen sein mit Ani? Du bist du nicht mit Ani. Du bist gerade wie so ein Dulli da über die Leiche drüber gelaufen. Okay, das ist völlig normales Verhalten meinerseits. Ja, eigentlich schon. Deswegen wollte ich dich jetzt eigentlich auch, wenn du jetzt keine richtige... Okay, krass, na, Shapeshifter ist meine Ausrede, aber das würde mich ziehen. Aber es war, glaube ich, ehrlich nicht Chris, weil ich würde mich doch erinnern, wenn nicht, Chris an mir vorbeirennt. Ich meine Chris auch gesehen zu haben, weil ich war ja, ich bin oben gestartet. Ja, Annika können wir rausnehmen. Meine ihn gesehen zu haben. Irgendwie sass, aber irgendwie auch nicht. Redox war es auch nicht, weil die Tür war zu. Nee, ja, ich habe die aufgemacht. Ja, ich kann den Kill nicht gemacht haben. Ja, genau. Wer bleibt jetzt übrig? Wer war oben denn bei Records oder so? Ich war in Records. Ich habe als allererstes die Records-Task gemacht mit den Archiven und bin dann runtergelaufen. Mhm. Okay. Rechts runter, also an den Toiletten vorbei. Ah, was? Ja, deswegen, also ich will mich nicht drauf festlegen, aber ich würde mich schon erinnern, wenn mir da jemand entgegengelaufen wäre, der auch nach Records läuft. Aber vielleicht war ich auch einfach in dem Moment in Tab und hab's halt nicht gesehen. Ja, also ich will mich nicht festlegen, aber die Geschichte... Ja, okay, wo war Marshi, wo war Olli? Marshi? Kitchen gestartet, Armory. Bin jetzt gerade... Olli, wo warst du? Olli, wo warst du? Gerade, Boah, das war dumm, Bolt. Ja. Button. Sorry, ich war oben Archi gewesen, bin auf zu den Klos weitergelaufen. Du bist ein Archi gewesen? Ja, im Archi war ich gewesen. Kriegst die Chance, den Button zu drücken. Ja. Klickspeed, Junge. Klickspeed. Ich hab die Task noch gemacht, also so schnell warst du nicht. Naja, ich bin kein so ein Rentner und hab kein Klickspeed. So, wir sollten das jetzt nochmal diskutieren. Also irgendwie waren wir alle am Archiv, aber keiner hat jemanden gesehen. Das ist nicht richtig, Marshi. Also es kann niemand jemanden rausnehmen, außer Vedox mich und ich Vedox, richtig? Ja. Nee, ich würde Marshi rausnehmen, je nachdem, wo der Kill ist. Nee, doch, ich nehme Marshi raus. Ich wollte also Vedox nimmt auch. Jixi raus. Marshi nimmt. Mich raus. Ja, Marshi. Ich war halt Capital Rear gestartet, Armory und zum Schluss war ich Bolt. Kann ich irgendwer proofen? Nein, natürlich nicht. Was ist das? Ich hab ihn gesehen. Wer? Ich hab ihn gesehen. Okay. Nee, wo? In Armory, als ich aus Cockpit gekommen bin. Ja, okay. Nein, es geht darum, kurz vor dem Report, keine Ahnung, 5 Sekunden vielleicht. Ja, aber komm ich ja nicht rüber. Wer hat da jemanden gesehen? Wer hat jemanden gesehen? Trixie und Keksi haben dich gesehen. Ja. Trixie? Nein, Keksi. Keksi und Keksi. Ja, okay, alles klar. So, und Vedox und ich. Also, Monster, genau. Bure, Olli oder Marshi? Ja, das dann stimmt. Fällt die Wahl hier für mich klar auf Marshi. Ja, Marshi würde ich auch... Nein, wenn ich den gesehen hätte, Vedox, wenn wir Marshi, wenn das Marshi gewesen wäre, hätten wir das sofort, das hätten wir nicht vergessen. Genau, nee, es war Chris. Mir ist 100% Chris dagegen. Ja? Ich weiß nicht schon. Ja, es ist schon wieder auch, weg. Ach Gott. Nein, Marshi halt die Schnauze. Es war auf jeden Fall Chris so, aber... Ja, aber wer würde sich in Chris umwandeln? Fällt mir nur eine Person ein und die habe ich jetzt gewonnen. Er hat doch eben gerade gesagt, dass er oben war. Dann müsste er doch Shapeshifter. Weil Chris hat doch gesagt, dass er auch oben war. Olli, hast du Chris oben gesehen? Ja, bei den Duschen oben, wo du die Handtücher oben reinwirfst, habe ich ihn vorbei. Das fällt dir ja richtig früh ein, Olli. Hey, ist ja Wahnsinn. Ich habe die scheiß Mute-Taste nicht gedrückt. Ist ja klasse, dass wir Chris nicht mehr fragen können, ob er auch dich gesehen hat. Ja, wir sollten ja super. Eigentlich nochmal jemanden voten, Annika. Ich kann nur sagen, dass Katzenkeks da bei diesem Drahtding war, wo diese Handtücher sind. Marsch. Ja, genau. Hauch rein. Ihr verliert die Runde. Und ich glaube, Archiv war Monster gewesen. Ich finde es cool, dass es Archiv war. Du verlierst die Mitmachung. Warum braucht ihr Marshi? Oh mein Gott, Gigix, du gewinnst die Runde. Alles gut. Weil du bist ein Imposter. So wie du bist halt kein Terrier in der Runde. Ich du bist einfach nur chillig. Gut, finde ich gut. Ja. Warum soll ihr mal? Diese Aussage, die ich schon wieder höre. Ist immer dasselbe, ihr Floppies hier. Oh je. Irgendwann.
Ist die Runde, wo ich jetzt gerade überlebt habe, habe ich es nicht getan. Weil ich, wenn ich wirklich zass sein könnte, aber wenn ich nicht bin, ja, irgendwo mal Oschi. Naja. Just a game. Biau, 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 biau. Passiert aber nichts. Oh, jetzt wird doch's. Oh, richtig erwischt. So, da war auch gerade eine Person an Lifeline. Richtig, das war ich. Okay. Von ich wo kamst du? Ich kam aus dem Lager hinten, also rechte Seite. Ich bin runter zu Lifelines, hab gesehen, dass wer war jetzt tot, Vedox tot ist und bin wieder auf den Lagerweg nach oben hin. Die Leiche liegt in Electrical und bekommt den Report-Button, sobald man links durch die Tür geht. Wo ist der Rest? Annika und Keksi ich sind ich. Oben. Ja. In dem Upload unter Security. Wo genau seid ihr? Links. Keksi, Annika? In der Besprechungsraum, ja. Das ist nicht over. Okay, hast du ja wieder was gewartet. Bore, wo verkaufst du deine Ballons? Ich? Ich stehe, habe ich doch gerade gesagt, am Upload unter Security. Entschuldigung. Also ich war Viewing Deck, hab da erst die Kabel gemacht und dann den Upload. Und bin jetzt rechts gelaufen in Security rein. Okay, cool. Okay, tolles Ergebnis. Gut. Also Keksi und ich sind raus. Warte, ja. Annika, hast du Olli dich crossen sehen? Nein, ich bin aber auch mit der Plattform rübergefahren, also. Ja. Ich kam nicht von links. Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen weiteren gesehen, außer jetzt geht's. Also Olli kann halt nach links gedippt sein und den Kill gemacht haben, bevor er an hier Lifeline gegangen ist, aber Bore ist genauso gut in der Nähe, um den Kill da in letzter Zeit zu machen. Ich glaube, alt kann er nicht sein, weil der Cooldown noch nicht lange down sein kann. Also für mich wäre es jetzt zwischen Bore und Olli, aber... Naja, wir haben nicht große Optionen, wir müssen warten. Meine Wahl steht an der Stelle fest, da ich das leider ähnlich sehe. David kann natürlich auch komplett lügen, wo er ist. Natürlich. Ja, ich habe auch niemanden gesehen, die Hunde, also das ist halt schwierig. Ich würde zum Beispiel auch gerne Bore rausnehmen, aber ich habe ihn halt nicht da langlaufen sehen, keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Und du auch einen gesagt. Kein Plan! Und schwierig. Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Niederschnetzeln. Bis dann.